heute hier, weil wir nicht damit einverstanden sind, dass sich die ABG als soziales Unternehmen immer wieder anpreist, gleichzeitig aber Zwangsräumungen durchführt, gleichzeitig absurde Spartipps in ihrer Zeitung Schelle-Kloppe veröffentlicht. Deshalb sind wir heute hier, um unsere eigene Zeitung, unseren Gegenprotest hier zu veröffentlichen. Wir haben eine Zeitung herausgebracht, Schelle-Kloppe, und geben darin nicht nur ein Hintergrundwissen mit, was an der ABG unsozial ist, was die Kritik an der ABG von uns ist, sondern auch Tipps, wie wir denken, dass mit Inflation und Krise umzugehen ist. Wer sind denn wir? Wir sind das Ebbe-Langs-Bündnis bzw. Plattform. Wir sind die Plattform gegen Inflation und Krise hier in Frankfurt von verschiedenen Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen und setzen uns jetzt seit über einem halben Jahr gegen Inflation und Krise ein. Wir haben verschiedene Aktionen in ganz Frankfurt gemacht und sind heute eben hier mit der Veröffentlichung unserer Zeitung Schelle-Kloppe. Vielleicht eine ganz kurze Ansage zur Zeitung. Das hier ist quasi für euch alle, die heute hier sind, eine Preview, eine Sneak Preview und eben der Vordruck. Nächste Woche werden wir zehntausende Exemplare davon veröffentlichen und zu den Menschen bringen, die davon betroffen sind, von Zwangseignungen, von der absurden Wohnungspolitik der ABG. Heute für euch hier erstmal ein kleiner Einblick des Preprints. Ja, wir stehen heute hier, das habe ich eben schon gesagt, um die ABG netterweise mit einem kleinen Klingelstreich, den wir hier mitgebracht haben, auf ihre fehlende soziale Verantwortung hinzuweisen. Wir wollen das Bild brechen, dass die ABG Garant für bezahlbare Mieten ist, denn das ist sie nicht. Die ABG führt selber Zwangsräumungen durch, überall in Frankfurt, und hat zum Beispiel zu Beginn des Jahres die Energiepreispauschalen noch weiter erhöht. Wir nehmen das nicht hin, wir sind deshalb heute hier und ich freue mich ganz doll, dass deshalb Jule uns hier als Erste nochmal eine kleine Einordnung geben wird. Herzlich willkommen. Wir stehen heute vor der Zentrale der ABG Holding, um pünktlich zum Beginn des OB-Wahlkampfes auf die unsoziale Politik der städtischen Wohnungsbaugesellschaft aufmerksam zu machen. Diesmal haben wir uns mit der ABG-Zeitschrift Schelle-Kloppe auseinandergesetzt. Die Idee dahinter: Wir als Ebbe-Langs-Plattform bringen eine eigene, alternative Zeitung heraus, als Antwort auf die Zeitung Schelle-Kloppe, die ABG regelmäßig an ihre MieterInnen verschickt. Besonders in der letzten Ausgabe wurden MieterInnen versichert, sie wären in ihrer ABG-Wohnung erstmal safe. Dass dies nicht so ist, zeigt die Verdopplung der Heizkostenvorauszahlung pünktlich zum 01.01.2023. Das ist eine Erhöhung um 110%. Anstatt auf Bundesregelungen wie zum Beispiel die Gaspreisbremse zu warten, wälzt die ABG die finanzielle Last sofort auf ihre MieterInnen um, und das, obwohl sie einen vermeintlich sozialen Auftrag in der Wohnungsversorgung Frankfurts ausfüllen soll. Als Alternative bietet sie Spartipps zum Lüften und Heizen, als würden von Armut betroffene Menschen nicht sowieso schon alles tun, um an allen Ecken und Enden zu sparen. Hier werden wieder individuelle Lösungen für das strukturelle Problem von Teuerung vorgeschlagen. Das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Unsere Zeitung gibt einige Antworten auf diese Absurditäten. Darin stellen wir uns als Ebbe-Langs vor, geben Protesttipps, wie wir mit der Krisensituation umgegangen werden kann, und zeigen außerdem auf, wieso sich die Stadt Frankfurt nicht auf ehrenamtliche Arbeit und Almosen von besser verdienen ausruhen kann. Ebbe-Langs. Lasst uns unsere Zeitschrift gegen Inflation und Krise gemeinsam zelebrieren. Dabei darf ein persönliches Exemplar an den ABG-Chef Frank Juncker selbst natürlich nicht fehlen. Wir haben ein paar Exemplare für euch mitgebracht und wünschen euch viel Spaß beim Lesen. Weitere 10.000 Exemplare werden wir in den kommenden Tagen in ABG-Siedlungen an MieterInnen verteilen. Also sind wir gemeinsam dabei. Wir sind laut und wir machen Druck auf die ABG und die Stadt Frankfurt. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt im nächsten Redebeitrag nochmal den Fokus darauf, warum die ABG eigentlich so unsozial ist.
Wir haben jetzt schon einiges darüber gehört. Es ist ein städtisches Unternehmen. Ich glaube, über 99% im städtischen Eigentum. Und Jakob wird uns jetzt als Nächster noch ein bisschen darüber erzählen, was eigentlich das Problem mit der ABG ist. Dankeschön. Test, test, test. Ja, hallo, ich bin Jakob von der Initiative Eine Stadt für alle. Wem gehört die ABG? Ich möchte jetzt mal ein paar Worte über die dreckige Geschäftspolitik der ABG verlieren. Für die meisten von euch wahrscheinlich nichts Neues, aber man kann sie ja nicht oft genug kritisieren. Die ABG Holding ist ein öffentliches Wohnungsunternehmen, das zu beinahe 100% der Stadt Frankfurt gehört. Mit insgesamt 54.000 Wohnungen macht sie 15% der Mietwohnungen in Frankfurt aus. Die ABG hat laut Gesellschaftsvertrag einen sozialen Auftrag zur Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung und brüstet sich selbst mit dem Slogan Wohnraum für alle. Die Realität sieht anders aus. Die ABG konzentriert sich zunehmend auf den Bau von frei finanzierten Wohnungen, die fast genauso teuer sind wie übliche Marktmieten. Wenn sie geförderte Wohnungen baut, dann fast nur Mittelstandswohnungen, die mit 8,50 Euro bis 10,50 Euro pro Quadratmeter für viele Menschen in Frankfurt einfach nicht bezahlbar sind. Neue, günstige Sozialwohnungen, deren Miete zwischen 5 und 6,50 Euro pro Quadratmeter liegen, schafft die ABG kaum. 2020 sind gerade einmal 41 neue Sozialwohnungen entstanden. 2021 waren es nur 125. Dieser Trend wird weiter fortgesetzt und das trotz eines rasant abschmelzenden Sozialwohnungsbestands auf der einen und 22.000 Menschen auf der anderen Seite, die dringend auf eine Sozialwohnung warten. Diese Menschen werden von der ABG schlichtweg ignoriert. Auch in der Corona-Krise konzentriert sich die ABG fleißig weiter darauf, Gewinne zu machen, während die MieterInnen immer weniger Geld zum Leben haben. Der Gewinn von 76,6 Millionen Euro im Jahr 2021 wird dabei über die Mieten erzielt. Und diese steigen Jahr für Jahr. Gewinne statt Entlastung. Dieses Prinzip verfolgt die ABG auch in Zeiten von Inflation und Energiekrise. Von Entlastung, zum Beispiel in Form von Mietabsenkung, ist dabei keine Spur. Stattdessen drosselt die ABG nachts die Temperatur auf kalte 18 Grad und hat ab dem 01.01.2023 die Heizkostenvorauszahlungen bis zu 110% erhöht. Und nicht nur das. Die ABG setzt jährlich durchschnittlich 100 Haushalte durch Zwangsräumung auf die Straße. Ihre Geschäftspolitik ist schlichtweg unmenschlich. Dass es auch anders geht, liegt auf der Hand. Und deswegen sagen wir ganz klar, die ABG darf künftig keine Zwangsräumung mehr durchführen und auch keine frei finanzierten Wohnungen mehr bauen. Sie muss sich stattdessen ausschließlich auf den geförderten Wohnungsbau konzentrieren und die Menschen und die Mieten absenken, um MieterInnen in diesen schwierigen Zeiten aktiv zu unterstützen. Keine ABG-MieterInnen sollte mehr als 30% ihres Einkommens für ihre Miete zahlen. MieterInnen, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, sollten auch nicht mehr als für eine Sozialwohnung zahlen. Weil wir wissen, wie schwer es ist, diese Forderung gegen die Profitinteressen der ABG durchzusetzen, kann es für uns langfristig daher nur eine Perspektive geben. Die ABG muss vergesellschaftet werden, damit Wohnen für alle mehr als so eine Phrase bleibt. Dankeschön. Ja, dankeschön. Vergesellschaftung, das ist das Thema hier und heute auf lange Frist, Sicht vor allen Dingen. Denn während wir auf der einen Seite Enteignungen von Privatpersonen haben, zum Beispiel für den Braunkohletagebau, für den Bau von Autobahnen oder für wahnsinnige Wohnprojekte, haben wir auf der anderen Seite eine Politik, die die Gewinne weiter privatisiert und die Kosten vergesellschaftet. Wir wollen das hier und heute nicht länger hinnehmen. Wir wollen uns deshalb auch mit Unternehmen wie der ABG auseinandersetzen, die eben für Gewinne wirtschaftet. In unserem nächsten Redebeitrag hören wir deshalb etwas dazu, was das mit Menschen macht, was diese Zwangsräumungen mit Menschen ganz konkret machen. Dazu erzählt uns Mira etwas. Hallo. In Frankreich werden in den Wintermonaten keine Zwangsräumungen durchgeführt. Ende März jeden Jahres endet dieses Moratorium, leider. Was noch viel trauriger ist, einen solchen Stopp von Zwangsräumungen gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Zwangsräumungen gehören hier zum Tagesgeschäft. Allein 2021, mitten in der Corona-Pandemie,
wurden fast 45.000 Zwangsräumungen in Deutschland ausgesprochen. In Frankfurt werden jedes Jahr 500 Zwangsräumungen durchgeführt. Das entspricht mehr als einer Räumung pro Tag. Mehr als einmal am Tag verliert ein Mensch das Dach über dem Kopf oder ein ganzer Haushalt von vielen Menschen, also ein Vielfaches an Betroffenen, werden vor die Tür gesetzt. Wir alle kennen den Wohnungsmarkt in Frankfurt und wissen, wie schwer es ist, eine passende und gleichzeitig bezahlbare Wohnung zu finden. Es ist fast unmöglich. Vor allem, wenn wenig Geld zur Verfügung steht und es eben keine guten Connections in die Stadt gibt. Was heißt es nun, in Frankfurt zwangsgeräumt zu werden? Wer die Wohnung verlassen muss und nicht das Glück hat, bei Freundinnen unterzukommen, wird oftmals in einer überfüllten Notunterkunft untergebracht. Im schlimmsten Fall droht die Obdachlosigkeit. Betroffene verlieren ihr gewohntes Umfeld und ihr Zuhause. Jede Zwangsräumung bedeutet den Entzug einer wesentlichen Lebensgrundlage von Menschen, oftmals von ohnehin Marginalisierten. Zwangsräumungen illustrieren die Rücksichtslosigkeit eines Wohnungsmarkts, der den Interessen von Menschen mit wenig Einkommen keinen Raum gibt. Das Problem ist der profitorientierte Wohnungsmarkt, der für den Mangel an bezahlbarem und würdigem Wohnraum für alle Einkommensschichten verantwortlich ist. Zwangsräumungen sind die gewaltvollste Form der Verdrängung. Die ABG Holding ist eine zu 100% städtische Wohnungsbaugesellschaft und macht knapp 14% des Frankfurter Wohnungsbestands aus. Sie positioniert sich öffentlichkeitswirksam gern als Garant für bezahlbare Mietwohnungen, agiert jedoch wie andere private Wohnungskonzerne gewinnorientiert. Selbst im Corona-Winter sprach sie trotz anderslautender Versprechungen Zwangsräumung aus. Von den 500 jährlichen Zwangsräumungen in Frankfurt entfallen ca. 100 auf die ABG. 2019 waren es 94, 2020 80 und 2021 51 Zwangsräumungen durch die ABG. Das ist für eine städtische Wohnungsgesellschaft unwürdig und die Praxis der Zwangsräumung ist menschenverachtend. Trotz hunderter Zwangsräumungen jährlich verschwinden viele Zwangsräumungen in der Anonymität. Sie werden im Stillen vollzogen und meist akzeptiert. Aber jede Zwangsräumung ist eine zu viel. Wir brauchen direkte Solidarität mit von Zwangsräumung Betroffenen und sollten alle verfügbaren Mittel einsetzen, um Zwangsräumung zu verhindern. Zwangsräumungen sind keine Einzelfälle, sondern ein zutiefst strukturelles Problem, das kollektiv angegangen werden muss. Der Kampf für eine solidarische Stadt von unten bleibt Handarbeit. Fangen wir an, uns zu organisieren und es selbst in die Hand zu nehmen. Zwangsräumung verhindern, in Frankfurt und überall. Danke, Lira. Ja, auch jetzt gerade stehen Menschen einer Zwangsräumung entgegen, sehen Menschen einer Zwangsräumung entgegen. Und genau, als nächste Rednerin erzählt Teng uns dazu etwas. Genau, wir haben gerade gehört, was Zwangsräumung konkret für die Menschen bedeutet, was es für psychische Auswirkungen hat. Und wir von Eine Stadt für alle sind solidarisch mit allen von Zwangsräumung Betroffenen und begleiten gerade konkret zwei Fälle von zwei Frauen, die im Nordend leben, in einer städtischen Stiftung, bei der Franz-Anton-Gehring-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die von der Stadt Frankfurt verwaltet wird. Und diese Frauen werden jetzt vor die Tür gesetzt. Und der Zwangsräumung einer Frau steht schon fest. Das ist in zwei Wochen, das ist der 7. Februar um 10.30 Uhr. Und wir wollen auf gar keinen Fall Emma alleine lassen, sondern wollen uns solidarisch zeigen, vor ihrer Tür stehen und eine Kundgebung abhalten und auch damit zeigen, dass wir überhaupt nicht damit einverstanden sind, dass sie statt Frankfurt Menschen in die Wohnungslosigkeit räumt oder in Kauf nimmt, dass Menschen in Notunterkünften untergebracht werden. Also wäre es super, wenn ihr auch am 7. Februar da sein könntet. Die Adresse genau ist im Nordend, die Böttger Straße 26. Wir würden uns 9.30 Uhr dort treffen für eine Kundgebung. Und davor, nächste Woche, planen wir auch eine kleine Sache. Und zwar vor der Plenarsitzung. Also die Stadtverordneten treffen sich ja einmal im Monat für die Stadtverordnetenversammlung.
Und wir wollen uns nächste Woche Donnerstag, den 2. Februar um 15.30 Uhr auf dem Römerberg treffen. Emma wird auch selbst anwesend sein und was zu ihrer Zwangsräumung sagen und nochmal Druck auszuüben auf die Stadt Frankfurt und zu zeigen, dass wir nicht damit einverstanden sind. Genau, und wär super cool, wenn ihr auch dabei sein würdet, damit wir zeigen können, dass wir mit den beiden stehen und sie nicht alleine sind. Genau, vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt schon einiges über das Thema gehört. Wir haben auch jetzt eben schon über dieses Magazin gegen Inflation und Krise gehört. Ich würde sagen, wir werfen einfach mal einen ganz kurzen Blick hinein, weil das ist ja schon ziemlich cool, dass hier so viele Menschen so viel Arbeit reingesteckt haben, so ein Magazin hier auf die Beine zu stellen. Ein Beitrag, den ich zum Beispiel total spannend fand, ABG öffentlich und profitorientiert. Und der nächste Beitrag, Mainova, städtisch, aber nicht sozial. Ja, kann man hier auf jeden Fall kurz und knapp nachlesen, was da das Problem bei ist. Und dann, was mich am meisten begeistert hat, noch die Protest-Stadt-Spartipps, denn in der Schelle-Kloppe, in der Broschüre, die die ABG an ihre MieterInnen verteilt, haben sie Anfang dieses Jahres Spartipps für ihre MieterInnen gegeben, haben Duschtipps gegeben und dass man doch die Heizung noch ein bisschen weiter runterdrehen soll. Das alles mitten im Winter, mitten in der Krise und in einer Zeit, wo die Menschen ja ohnehin schon jeden Penny umdrehen und sicherlich das alles schon wissen. Deshalb, weil es halt eben ein systemisches Problem ist und kein individuelles Problem, haben wir hier Protesttipps. Schließt euch zusammen, seid gemeinsam stark, informiert euch, lasst euch beraten, unter anderem bei Mieter helfen Mietern und Stadt für alle und kommt mit uns gemeinsam auf die Straße. Jetzt gibt es hier noch Getränke, wenn ihr möchtet, holt euch was. Und ansonsten lassen wir... genau. Und ansonsten geht es natürlich auch weiter mit unserem Protest. Morgen gibt es die 60-Jahres-Feier des Club Voltaire, im Club Voltaire. Dort sind wir auch mit einem Infostand zugegen und dort gibt es auch sonst verschiedene spannende Veranstaltungen, vor allen Dingen rund um das Thema Mieten. Heute Abend gibt es ebenfalls noch eine spannende Veranstaltung, vielleicht haben Menschen darauf auch noch Lust. Das hat zwar jetzt nichts mit dem Thema Erbelang zu tun, aber heute ist natürlich auch ein ansonsten sehr emotionaler und wichtiger Tag, der Holocaust-Gedenktag. Heute Abend gibt es um 19 Uhr noch die Antifa-Kneipe im Café Kurzschluss. Ja, danke euch.